Fast 80 Tage dauerte der Krieg in Jugoslawien. Er kostete Tausenden von Menschen das Leben, er brachte Schmerz und Leid und er vertrieb mehr als 1 Million Menschen aus ihrer angestammten Heimat. Die Flüchtlingsströme aus dem Kosovo nach Mazedonien und Albanien versetzten eine ganze Region in den Notstand. Jetzt schweigen die Waffen. Der Frieden ist greifbar nah. Ein Hoffnungsschimmer für die Menschen in der Krisenregion. Am 24. März. Die NATO beginnt in den Abendstunden mit den ersten Luftangriffen auf Jugoslawien. Unter den Kampfflugzeugen sind auch 4 Tornados der Bundeswehr. Gegen 20 Uhr bestätigt die NATO den Beginn ihrer Angriffe. Ziel dieser ersten Phase ist die Zerstörung der jugoslawischen Luftabwehr, der Flughäfen und Befehlszentren. Unser Ziel ist es, die Fortsetzung menschlichen Leidens, der Unterdrückung und der Gewalt gegen die Zivilbevölkerung im Kosovo zu verhindern. Erste Bilder von Zerstörungen in den Vororten Belgrads. Auch in der Vojvodina und in Montenegro fallen Bomben. Die NATO will Jugoslawien zwingen, ihre Offensive gegen die Kosovo-Albaner zu beenden und ein Friedensabkommen zu unterzeichnen. Die jugoslawischen Sicherheitskräfte haben ihren Terror gegen die albanische Bevölkerungsmehrheit im Kosovo allen Warnungen zum Trotz verschärft. Die internationale Staatengemeinschaft kann der dadurch verursachten menschlichen Tragödie in diesem Teil Europas nicht tatenlos zusehen. Die jugoslawische Führung demonstriert im Fernsehen militärische Stärke und kündigt an, den NATO-Angriffen zu trotzen. Auch an den Folgetagen setzt die NATO ihre Luftangriffe fort. Ziele sind Luftabwehrstellungen der Serben und zunehmend auch militärindustrielle Komplexe, vor allem in der Umgebung von Belgrad. Alle Ziele waren ausschließlich militärisch und wir haben alle Vorkehrungen getroffen, die Begleitschäden zu begrenzen und zu minimieren. In Moskau gehen zur gleichen Zeit die ersten Menschen auf die Straße, um gegen die Militäraktion der NATO zu demonstrieren. Die russischen Politiker fühlen sich übergangen und kritisieren den NATO-Angriff als Verletzung internationalen Rechts. Am dritten Tag hat die NATO ihre Angriffe verschärft. Auch tagsüber fliegt sie jetzt Einsätze. Unterstützt werden die Angriffsbemühungen durch Marschflugkörper, die von in der Adria stationierten Schiffen abgefeuert werden. Ziel ist es, die Verkehrsadern und Nachschubwege für das jugoslawische Militär abzuschneiden. Am 28. März. Die erste Meldung an diesem Tag, die NATO vermisst einen Tarnkappenbomber. Die jugoslawische Armee berichtet, sie habe die 1,4 Milliarden Dollar teure Wunderwaffe der US Air Force abgeschossen. Die NATO demonstriert mit Videoaufnahmen die Effizienz und Unfehlbarkeit ihrer Hightech-Waffen. Währenddessen legt die jugoslawische Armee systematisch albanische Dörfer im Kosovo in Brand. Die ersten großen Flüchtlingsströme aus dem Kosovo erreichen Albanien und Mazedonien. Die Flüchtlinge berichten von Gräueltaten serbischer Milizen. Einige Politiker sprechen von Völkermord. Ein weiteres Signal dafür ist, dass auf der Seite der Bundesrepublik Jugoslawien mit absoluter Grausamkeit und Brutalität gegen die Bevölkerung vorgegangen wird. 31. März. Russlands Premier Jewgeni Primakow reist nach Belgrad, um mit Milosevic über eine Lösung des Konflikts zu verhandeln. Milosevics Angebot nach 6-stündigem Gespräch: Wenn die NATO ihre Luftangriffe einstellt, sei er zu einer Rückkehr an den Verhandlungstisch bereit und werde darüber nachdenken, jugoslawische Truppen im Kosovo zu reduzieren. Die NATO-Partner lehnen dieses Angebot einhellig ab. Inzwischen schwillt auch der Flüchtlingsstrom nach Mazedonien an. Den Vertriebenen fehlt es an allem. Sie sind gezeichnet von der Flucht und den grausamen Übergriffen der serbischen Militärs. In
In den frühen Nachmittagsstunden werden drei US-Soldaten, die sich an der mazedonisch-jugoslawischen Grenze auf einer Patrouillenfahrt befinden, von serbischen Einheiten verschleppt. Die US-Soldaten werden im jugoslawischen Fernsehen vorgeführt. 1. April. Der Führer der gemäßigten Kosovo-Albaner Ibrahim Rugova fordert ein Ende der NATO-Angriffe. Mit Milosevic tritt er vor die Kamera, unter Zwang, wie sich später herausstellt. Zehntausende Flüchtlinge aus dem Kosovo sitzen währenddessen am mazedonischen Grenzort Blace fest. Mazedonien, das mit der Flut der Flüchtlinge überfordert ist, lässt niemanden mehr ins Land. Die Lage an der Grenze ist katastrophal. 3. April. In der Nacht greift die NATO zum ersten Mal Ziele mitten in Belgrad an. Von Schiffen abgefeuerte Marschflugkörper zerstören das serbische Innenministerium, die Schaltzentrale des jugoslawischen Diktators. In der zweitgrößten Stadt Novi Sad wird die wichtigste innerstädtische Verbindung über die Donau zerstört, die Brücke der Freiheit. Der Schiffsverkehr ist lahmgelegt. 7. April. Über Nacht ist das Lager Blace, wo zehntausende Flüchtlinge im Niemandsland zwischen Kosovo und Mazedonien festsaßen, geräumt. Die UNO-Flüchtlingsorganisation UNHCR kann zunächst nicht sagen, wo zehntausende Menschen geblieben sind. Nach tagelangen Spekulationen heißt es, die Menschen seien nach der überstürzten Räumung des Platzes auf Lager in Mazedonien und Albanien verteilt worden. Bei Nacht und Nebel hatten mazedonische Sicherheitskräfte das Lager geräumt und die Flüchtlinge in Bussen abtransportiert. Inzwischen haben das Rote Kreuz und andere internationale Hilfsorganisationen ihre Hilfe verstärkt. 12. April. Erneut gibt es zivile Opfer. Die NATO bombardiert eine strategisch wichtige Eisenbahnverbindung und trifft dabei einen Reisezug. Mindestens 10 Menschen sterben. US-Außenministerin Albright trifft sich in Oslo mit ihrem russischen Amtskollegen Ivanov. Man kann sich auf keine gemeinsame Strategie einigen. Das Treffen dient vor allem dazu, die nach Beginn der NATO-Luftangriffe abgekühlten Beziehungen zwischen den USA und Russland neu zu beleben. Immer wieder gelangen Flüchtlinge zu Tausenden aus dem Kosovo nach Albanien. Sie werden in Dörfern untergebracht, in Lagern. Die Flüchtlinge, Frauen, Alte, Kinder erzählen von Gräueltaten, erstmals auch von systematischen Vergewaltigungen. Junge Männer sollen von jugoslawischen Milizen ermordet worden sein. Die NATO bleibt weiter ohne Rückendeckung der UNO, die sich zu keiner Resolution durchringen kann. Bei einem Luftangriff im Kosovo kommen Mitte April über 60 Flüchtlinge ums Leben. Nach einer Erklärung der NATO griffen Flugzeuge auf einer Straßenbrücke eine Militärkolonne an, nachdem die Maschinen zuvor vom Boden aus beschossen worden waren. Die Kritik wächst. Die NATO gerät in Erklärungsnot und muss einen Tag später einen schweren Fehler eingestehen. Der Pilot glaubte, ein Militärfahrzeug in einem Konvoi anzugreifen. Er war überzeugt, dass er sich in seinem Ziel nicht irrte. Die NATO-Bombe zerstörte das führende Fahrzeug, welches, wie wir heute glauben, ein Zivilfahrzeug war. Ich möchte noch einmal das tiefe Bedauern der NATO für den Verlust von Menschenleben durch diesen tragischen Unfall aussprechen. 3 Wochen nach Kriegsbeginn kommen die Flüchtlinge aus den abgelegensten Gebieten nach Mazedonien und berichten von immer schlimmeren Gräueltaten. Über 500.000 Menschen insgesamt sollen auf der Flucht sein. Die NATO zeigt Satellitenfotos, die ersten Hinweise auf Massengräber im Kosovo geben. The inset taken on 9th March. 21. April. Die NATO nimmt die Parteizentrale in Belgrad unter Beschuss. In dem 23-stöckigen Hochhaus war Milosevic sozialistische Partei und 3 regierungstreue Fernseh- und Radiosender untergebracht. In Novi Sad brennt die letzte noch nicht von den NATO-Bomben zerstörte Ölraffinerie. 22. April. Viktor Tschernomyrdin trifft als Sondervermittler des russischen Präsidenten Boris Jelzin in Belgrad ein. Auch dieser Versuch bleibt ohne Erfolg. Das Milosevic-Regime spricht sich gegen die von der NATO geforderte Stationierung ausländischer Truppen im Kosovo aus.
Die US-Truppen beginnen mit der Stationierung von Apache-Kampfhubschraubern in Albanien. 24. April. Die Geburtstagsfeier zum 50-jährigen Bestehen der NATO in Washington wird überschattet vom Krieg in Jugoslawien. Das erfolgreichste Militärbündnis der Welt steht im Jubiläumsjahr vor der schwersten Bewährungsprobe in seiner Geschichte und bleibt bei seiner Strategie im Kosovo-Krieg. Wir haben mit einer großen und dauerhaften Anstrengung gerechnet, die wir ständig verstärken müssen. Die Anzahl der eingesetzten Flugzeuge haben wir mehr als verdoppelt. Jetzt setzen wir weitere Aufklärungstechniken ein und ich glaube, es zeigt Wirkung. Immer wieder schaltet sich auch UNO-Generalsekretär Kofi Annan in die Beratungen um eine Beilegung des Kosovo-Krieges. Die Krisendiplomatie zwischen der NATO und Russland führt nicht zum erwünschten Erfolg. Die Russen verstehen sich als Anwälte des serbischen Volkes gegen das westliche Militärbündnis. Die UCK, die Befreiungsarmee der Kosovo-Albaner, bekommt immer mehr Zulauf. Mit der jugoslawischen Armee liefert sie sich kleinere Gefechte. Die UCK will die völlige Loslösung des Kosovo von Jugoslawien. Die westlichen Alliierten bekräftigen auch gegenüber dem russischen Vermittler Tschernomyrdin ihre Bedingungen für einen Friedensschluss. Die jugoslawischen Einheiten, einschließlich der paramilitärischen und Sonderpolizeieinheiten, müssen sich zurückziehen. Und wenn mit dem Rückzug nachprüfbar begonnen worden ist, ich betone, dass begonnen worden ist, dann denke ich, macht es Sinn, über die befristete Aussetzung der Luftschläge nachzudenken. 29. April. Eine fehlgeleitete NATO-Rakete schlägt in einem Vorort der bulgarischen Hauptstadt Sofia ein und zerstört ein Wohnhaus. Ungeachtet der zweiten Vermittlungsmission des Sondergesandten Tschernomyrdin verstärkt die NATO die Luftangriffe auf Jugoslawien. Milošević bleibt bei seiner unnachgiebigen Haltung. NATO-Soldaten will er nach einem Friedensschluss nicht ins Kosovo lassen. Nach über einem Monat Kriegsgefangenschaft erreicht der amerikanische Bürgerrechtler Jesse Jackson in Belgrad die Freilassung der drei von der jugoslawischen Armee verschleppten US-Soldaten. 1. Mai. Eine NATO-Rakete trifft einen Bus auf der Brücke in Lužani, nördlich von Pristina. Über 40 Zivilisten sterben. 6. Mai. Die 7 führenden Industrieländer und Russland treffen sich in Bonn, um über den Krieg in Jugoslawien zu beraten. Man einigt sich auf einen Prinzipienkatalog. Endlich gibt es grundsätzliche Übereinstimmung für einen Friedensplan mit Russland. 1. Die NATO verstärkt währenddessen ihre militärischen Bemühungen. Sie trifft besonders die Nachschubwege der jugoslawischen Armee zwischen dem Kosovo und Serbien. In den Flüchtlingslagern in Mazedonien und Albanien richtet man sich auf einen längerfristigen Aufenthalt ein. Nur einige Tausend werden in westliche Länder ausgeflogen. Erklärtes Ziel der Alliierten ist es, die Flüchtlinge sofort nach einem Friedensschluss wieder im Kosovo anzusiedeln. 7. Mai. Bei einem irrtümlichen NATO-Raketenangriff auf die chinesische Botschaft in Belgrad sterben 3 Menschen. Das Versehen löst in China eine Welle der Empörung aus. Besonders die USA müssen sich schwere Vorwürfe gefallen lassen. Mit Steinwürfen und lautstarken Protesten demonstrieren einige tausend Menschen vor der US-Botschaft in Peking. Man wirft der Großmacht einen absichtlichen Angriff auf Chinas Botschaft vor. US-Präsident Bill Clinton weist die Vorwürfe zurück und entschuldigt sich für einen, wie er sagt, isolierten, tragischen Vorfall. Jugoslawien reicht eine Klage beim Internationalen Gerichtshof in Den Haag gegen die, wie es heißt, NATO-Aggression ein. Die Richter werden sich später für nicht zuständig erklären. Die NATO beschießt das Dorf Kurisa im Kosovo. Unter den über 100 Toten gibt es auch viele Zivilisten. Die NATO erklärt einen Tag später, sie habe ein legitimes militärisches Ziel angegriffen. Die jugoslawische Armee habe die getöteten Zivilisten bewusst als menschliche Schutzschilde eingesetzt. Die Bilder der zivilen Opfer sind Wasser auf die Mühlen der serbischen Propaganda. 16. Mai. Der mazedonische Grenzübergang Blace.
Erst nach dem Versprechen der EU, sich um die Versorgung weiterer Flüchtlinge zu kümmern, öffnen die mazedonischen Grenzbeamten nach einer 10-tägigen Schließung wieder die Grenzen. Auf der kosovarischen Seite behindern nach Augenzeugenberichten serbische Milizen die Ausreise tausender weiterer Flüchtlinge. 18. Mai. Immer wieder gibt es Diskussionen um einen möglichen Bodeneinsatz. Für Deutschland kommt der Einsatz von Bodentruppen nicht in Betracht. Das ist deutsche Position immer gewesen und das wird es in Zukunft auch bleiben. Dies, denke ich, erfordert die Fairness auch deutlich zu machen. Strobe Talbot, der stellvertretende US-Außenminister, Viktor Tschernomyrdin und der finnische Präsident Martti Ahtisaari treffen sich in Helsinki. Die unterschiedlichen Vorstellungen über die konkrete Umsetzung des G8-Prinzipienkatalogs sind nur schwer in Einklang zu bringen. In Jugoslawien ist die Infrastruktur durch die NATO-Angriffe in weiten Teilen lahmgelegt. Besonders Umspannwerke und Stromleitungen sind jetzt Ziel der alliierten Bomber. Immer wieder fällt in den Städten der Strom aus. Auch die Wasserversorgung ist zeitweise unterbrochen. Die NATO zieht insgesamt eine positive Bilanz. Der militärische Apparat der jugoslawischen Armee sei nachhaltig gestört. Der Nachschub für die serbischen Truppen im Kosovo weitestgehend unterbrochen. Wesley Clark, der NATO-Oberbefehlshaber für Europa, fordert die Aufstockung der am Boden operierenden Truppen. Für eine Bodenoffensive, so Clark, müssten etwa 50.000 bis 60.000 Soldaten bereitstehen. Die meisten NATO-Staaten haben schon frühzeitig erklärt, dass sie einem Bodeneinsatz nur im äußersten Notfall zustimmen werden. »22. Mai. Überraschend lassen die Serben Kosovo-Albaner frei. Mehrere hundert Männer, die einen Monat lang in serbischen Gefängnissen saßen, überqueren die albanische Grenze. Die Männer, die aus Flüchtlingskonvois heraus verhaftet worden waren, berichten von schweren Misshandlungen und Folter. 23. Mai. Die schwersten Luftangriffe der NATO seit Beginn des Krieges. 700 Einsätze werden jetzt täglich geflogen. Insgesamt gab es 25.000 Einsätze seit dem Beginn der Angriffe am 24. März. Der deutsche Außenminister Joschka Fischer und US-Außenministerin Madeleine Albright erörtern bei einem Treffen in Washington eine mögliche Lösung für den Konflikt. Die US-Regierung erklärt sich bereit, einer Friedenstruppe, die auch aus Nicht-NATO-Ländern zusammengesetzt ist, zuzustimmen. Der Flüchtlingsstrom aus dem Kosovo hat sich wieder verstärkt. Inzwischen leben etwa 800.000 Menschen in den Lagern in Mazedonien und Albanien. Viele tausend Flüchtlinge werden aus Sicherheitsgründen in Lager abseits der Grenze zum Kosovo verlegt. 27. Mai. Die Chefanklägerin beim Kriegsverbrechertribunal in Den Haag, Luis Arbour, klagt den jugoslawischen Präsidenten Slobodan Milosevic als Kriegsverbrecher an. Viele Beobachter sehen darin eine Erschwernis für eine mögliche Verhandlungslösung mit dem serbischen Diktator. Einen Tag später befindet sich der russische Sondervermittler Tschernomyrdin auf seiner insgesamt vierten Vermittlungsmission in Belgrad. Milosevic will dem Prinzipienkatalog der G8-Staaten nur zustimmen, wenn die NATO zuvor ihre Angriffe einstellt. Am gleichen Tag berichtet US-Vizeaußenminister Talbot, dass man trotz der Kriegsverbrecheranklage weiter an Milosevic als Verhandlungspartner festhalten will. Am 31. Mai zerstört die NATO die Brücke bei Varvarin, die für den serbischen Nachschub wichtigste noch verbliebene Verbindung Richtung Kosovo. Erster Juni. Heftige Gefechte an der albanisch-jugoslawischen Grenze zwischen Kämpfern der UCK und serbischem Militär. NATO-Flugzeuge überfliegen die Bergregion, um serbische Positionen in Jugoslawien zu attackieren und treffen dabei irrtümlich einen Bunker der albanischen Armee. Die NATO fliegt ihre bisher heftigsten Luftangriffe, über 800 am Tag. Der militärische Druck wird systematisch erhöht, um eine Verhandlungslösung voranzutreiben. Erst bei Abzug der jugoslawischen Truppen aus dem Kosovo, so die Position der NATO, werde es eine Einstellung der Luftangriffe geben. Die ständigen Angriffe zeigen Wirkung. Das Leben in Belgrad wird immer schwieriger. Das über Jugoslawien verhängte Ölembargo hat das Transportwesen lahmgelegt. Immer wieder gibt es Stromausfälle. Augenzeugen berichten, die Bevölkerung würde zunehmend lethargisch auf die NATO-Angriffe reagieren. Die Menschen würden ein Ende des Krieges herbeisehnen.
Internationale Hilfsorganisationen drängen darauf, die Flüchtlingslager an der Grenze zum Kosovo winterfest zu machen. Mit einer sofortigen Rückkehr sei auch nach einem baldigen Friedensschluss nicht zu rechnen, da die Infrastruktur im Kosovo durch den Krieg weitestgehend zerstört sei. Ein weiteres Hindernis für die Rückkehr: die jugoslawischen Truppen sollen die Grenze und noch bestehende Verkehrsverbindungen vermint haben. Auch die Lebensmittelversorgung kann nicht gewährleistet werden. Der russische Sondervermittler Tschernomyr den fliegt nach Bonn. Russland will sich mit bis zu 10.000 Soldaten an der geplanten internationalen Sicherheitstruppe für das Kosovo beteiligen. Das russische Kontingent könne, so der Jugoslawien-Beauftragte, getrennt von den NATO-Truppen tätig sein und unter russischem Kommando stehen. 1. Juni. Der jugoslawische Außenminister signalisiert seinem deutschen Kollegen Fischer die prinzipielle Bereitschaft seiner Regierung, die Forderungen der NATO zu erfüllen. Wir haben die Erklärung Belgrads gehört. Ich denke, wir werden, wenn die beiden zurückkommen, Ahtisaari und Tschernomyrdin, schon etwas klarer sehen. Und ich hoffe, dass wir dann doch einen substanziellen Schritt in Richtung Frieden machen können. 2. Juni. Beinahe wäre das Spitzengespräch der drei Kosovo-Beauftragten auf dem Bonner Petersberg im letzten Moment gescheitert. Der russische Sondergesandte Tschernomyrdin und Finnlands Präsident Ahtisaari machen sich schließlich mit der Zustimmung des US-Vizeaußenministers Talbot auf der Grundlage eines gemeinsamen Plans auf den Weg nach Belgrad. Nach 2 Stunden wird die Beratung ergebnislos abgebrochen. Präsident Milosevic will die Bedingungen für den Frieden erst mit seiner Regierung abstimmen. Nach harten Verhandlungen gibt die jugoslawische Regierungsspitze am folgenden Tag endlich nach. Wir haben gerade unsere Diskussion mit der jugoslawischen Seite abgeschlossen. Wir sind darüber informiert worden, dass die Bundesregierung und das Parlament unseren Friedensplan angenommen haben, so wie wir ihn vorgelegt haben. Der Durchbruch ist geschafft. Der finnische Präsident kommt noch am selben Tag zum Gipfel der Europäischen Union nach Köln. Die Erleichterung über diesen Erfolg auf dem Weg zu einer friedlichen Lösung der Kosovo-Krise ist groß. Das ist ein guter Tag für Europa. Ein guter Tag für Europa, und ich schließe die Menschen in Jugoslawien ausdrücklich ein. Der Frieden ist nach meiner Auffassung zum Greifen nahe, und wir werden politisch dafür sorgen, dass er uns nicht aus den Händen entgleitet. Samstag, 5. Juni. Mit 3 Stunden Verspätung kommen die serbischen Militärs zum ersten Mal zu Verhandlungen mit den Vertretern der NATO-Streitkräfte über die Grenze nach Mazedonien. Punkt für Punkt werden die Bedingungen des Friedensplans ausgehandelt. Das Tauziehen dauert Stunde um Stunde. Immer wieder wird unterbrochen. Grund: die Belgrader Führung diktiert immer wieder neue Forderungen. Umstritten ist die Zahl der im Kosovo verbleibenden jugoslawischen Polizeikräfte und der Zeitraum für den vollständigen Abzug der serbischen Sondereinheiten. Außerdem fordert Belgrad Garantien für die Sicherheit der abrückenden Truppen. Die NATO bleibt gesprächsbereit, setzt aber ihre Luftangriffe auch in dieser Phase nicht aus. Derweil beraten die G7-Staaten und Russland in Köln, wie der Zeitplan für eine endgültige Friedensregelung aussehen könnte. Vor allem Russland und China fordern einen sofortigen Stopp der Bombardierungen, ehe sie der UN-Resolution zustimmen wollen. In der Nacht zum 10. Juni. Endlich sind sich beide Seiten einig. Sowohl die jugoslawische Militärführung als auch die NATO unterzeichnen ein gemeinsames Abkommen. Dann endlich um 12 Uhr Mittag des 10. Juni beginnen die Serben mit dem Abzug ihrer Truppen aus dem Kosovo. 3 Stunden später spricht NATO-General Javier Solana in seinen Worten. I can announce that today
Milošević hat heute den 5-Punkte-Plan erfüllt. Vor wenigen Augenblicken habe ich General Wesley Clark angewiesen, die Luftangriffe der NATO gegen Jugoslawien auszusetzen. Die alliierten Verbände bereiten sich darauf vor, im Rahmen einer internationalen Schutztruppe in den Kosovo einzurücken. Nach 11 Wochen Luftkrieg herrscht endlich Waffenstillstand. Einen wirklichen Frieden wird es erst geben, wenn die serbischen Truppen den Kosovo vollständig verlassen haben.